Einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Herzlich willkommen in meinem Chaos. Ich habe die Tage angefangen, hier alles in Kisten zu packen und merke, es werden wohl doch mehr Kisten, als ich es für möglich gehalten hätte. Also ich mache das ja alles zum ersten Mal mit dem Umziehen und so, ne? Übrigens beantworte ich auch gleich noch so ein paar Fragen, die am meisten gestellt wurden bei meinem letzten Video bezüglich, ist das nicht hier Eigentum, warum mietest du jetzt plötzlich, bla bla bla. Hier mein toller Schrank von IKEA, der einfach perfekt hier reingepasst hat, für meine Taschen, für meine Schuhe. Es ist schon einiges in den Kartons drin. Das ist übrigens, glaube ich, das Billy-Regal von IKEA. Und ich habe es dann halt so gemacht, also die gefallen mir jetzt auch nicht mehr, aber ich habe dann einfach andere Türgriffe hier dran gemacht. Das hat es dann so ein bisschen aufgewertet. So, meine Mama kommt jetzt und dann werden wir uns hier mal an die Küche machen. Also ich habe schon einiges eingepackt. Ich tue auch so, als müsste ich jetzt bis Freitag, wir haben jetzt Montag, als müsste ich bis Freitag nichts mehr kochen und nichts mehr essen und kein Besteck und so mehr benutzen, weil ich einfach will jetzt alles sofort einräumen. Ja, und hier habe ich schon ein bisschen aussortiert. Nein, ich bin keine Bild-Zeitungsleserin, aber das ist mein Verpackungsmaterial. Und die ist am günstigsten und am größten. Ich packe jetzt hier gerade wieder für meine Mädels. Die können mich schon nicht mehr ausstehen. Jedes Mal, wenn die von mir kommen, kommen die mit einer Tüte wieder nach Hause und wollen es gar nicht mehr schauen, weil die alle so viele Sachen schon von mir haben. Also so viel kann man ja auch gar nicht essen, deshalb verschenke ich die immer ganz gerne. Aber es ist wirklich Kram ohne Ende, ne? Ich bin aber wirklich gut dabei. Hier ist das Regal jetzt auch schon fast leer. Horrorthema Gewürzschrank. Würde ich euch auch empfehlen, da nochmal reinzugucken, ob da vielleicht noch irgendwas übrig geblieben ist. So, ich bin jetzt im Schlafzimmer angekommen und habe mir so Vakuumverpackungen gekauft bei Amazon. Und das versuche ich jetzt mal, weil sonst kriege ich ja in diese Kartons hier, kriege ich ja 4 Pullis rein. Und dann war es das auch. Ich muss mal gucken. Das ist auch gut für Winterjacken und so. So, macht man das jetzt hier zu. So. Ah ja. Ich glaube, das gibt es aber auch dann so Aufsätze für Staubsauger. Da muss man das nicht mit der Hand machen. Okay, ich habe Muskelkater. Ich muss nochmal zum Sport. Das ist schon zu anstrengend. Wenn ich das jetzt mit mehreren Tüten machen muss, dann ist es zu sportlich hier. Steinhart. Das reicht doch, oder? Ich mach mal da das Käppchen drauf. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Nachdem ich wirklich gestern überhaupt nicht schlafen konnte, weil in meinem Kopf alles, was ich noch machen kann und soll ich vielleicht jetzt um 1.30 Uhr nochmal aufstehen, um vielleicht noch diesen einen Schrank auszuleeren? Oh Mann, ich habe noch so viel zu tun. Also wirklich so aufgeregt, aber ich mag das gar nicht immer, wenn ich aufgeregt bin. Und selbst wenn es nur ein schöner Abend ist, den ich am nächsten Abend vor mir habe, dann kann ich einfach nicht einschlafen, weil ich so voller Adrenalin bin. Es ist total nervig. Also bin ich gestern erst irgendwie nach 3 eingeschlafen. Dafür bin ich tatsächlich relativ wach. Aber auch wahrscheinlich, weil ich so aufgeregt bin. Muss jetzt aber nochmal los zu Obi, um mir Umzugskartons zu holen. Irgendwie in meinem Kopf dachte ich, meine Sachen passen in 20 Kartons. Einfach ein paar Stunden vergangen. Aber ich habe eben nicht mitgefilmt. Ich sitze jetzt aber wieder im Auto, wie ihr sehen könnt. Verpackt mit neuen Riegeln, die hier immer in meine Mittelkonsole kommen, weil ich sehr oft kurzfristig Hunger bekomme. Ich habe weiter Kisten gepackt und es ist irgendwie kein Ende in Sicht. Es macht mich total sauer, weil ich habe jetzt ja extra noch mehr Kartons geholt, aber irgendwie sind die schon wieder voll und es ist noch nicht alles einsortiert. Naja, jedenfalls muss ich jetzt erstmal nach Köln fahren zum Management. Da habe ich jetzt ein Meeting. Gerade gehört, ich kann jetzt einen Babyhund sehen. Steht der ist jetzt nicht echt. Doch, doch, ist echt. Der ist echt. Steht doch da, dass man muss vorsichtig rein. Du hast es auch nicht leicht.
Oh Gott, oh Gott. Ich am Boden liegt. Hallo. Wer denkt schon so, oh Gott, bitte nicht. Ja. Hallo. Wie alt ist er denn? 4 Monate. Oh, ja. Ein Feini. Also der kommt aus Kreta. Ich habe ihn gerettet aus der Tierrettung. Oh, darf ich dich mitfilmen? Na klar. Ein Engel. Und richtig nett begrüßt. Jetzt haben wir so einen Megateller. Der Teller ist jetzt ungefähr so groß wie einer. Hier geht es gleich los. So ein. Und das ist das Thema heute. So, Meeting ist dann sehr erfolgreich. Ende dieses Jahres oder Ende nächsten. Sagt man nächsten Jahres? Ja, jedenfalls entweder dieses oder nächstes Jahr, okay. Werdet ihr dann sehen, worum es geht. Also es ist wirklich einmal ganz neu. Einmal auf Reset drücken. So viel kann ich euch auf jeden Fall schon sagen. Und auf jeden Fall eine Sache, die schon lange aussteht in meinem Kopf und endlich bald dann verwirklicht wird. Ich will aber nicht, wie gesagt, so nach dem Motto, ja, ich kann euch noch nicht erzählen, worum es geht, hasse ich. Aber so ist es gerade. Und jetzt werde ich nach Hause fahren, weiter Kisten packen. Bin wieder zu Hause, habe gerade noch ein Naked Haul gedreht auf Instagram. Wollte eigentlich packen und anfangen, diesen Vlog hier zu schneiden. Aber ich werde mir jetzt mein letztes Bad in meinem neuen, alten Badezimmer einlassen und den Abend relativ ruhig ausklingen lassen. Vielleicht bereue ich es morgen, weil mir dann die Zeit fehlt, aber eigentlich ist es nicht mehr so viel, glaube ich. Es sieht halt alles so chaotisch aus gerade. Also wenn ihr mal einen Blick in mein Schminkzimmer, wie ich es immer genannt habe, früher Studio, und wo hier die ganzen Schuhe standen, werfen wollt, dann es sieht halt so chaotisch aus und ich denke halt, oh mein Gott, es ist alles so chaotisch. Aber diese ganzen Kartons sind ja schon fertig gepackt. Das sieht natürlich auch arschgeil aus, Mann. So Haare. Wenn das die Umzugsleute sehen, kriegen die einen Herzinfarkt. Aber die nehme ich wieder mit zu Diego. Ich habe ja aktuell keine Extensions drin, aber die kann ich ja irgendwann, vielleicht wenn ich welche nochmal will, dann kann ich die ja noch benutzen, ne? So, und jetzt Bad einlassen. Ich war gerade wieder bei Obi und habe noch mehr Kartons besorgt. Auch das hatte beim letzten Mal nicht gereicht und es sind schon wieder 2 voll. Puh. Naja, ich bin euch ja noch eine Erklärung schuldig zu den meistgestellten Fragen, die ich im letzten Vlog bekommen habe. Warum ziehst du denn um, wenn du jetzt in Eigentum wohnst? Warum bezahlst du jetzt Miete, obwohl du im Eigentum wohnst aktuell? Also, für alle, die den letzten Vlog nicht gesehen haben, Frechheit, da erkläre ich nochmal ein bisschen mehr. Also, die Hauptgründe sind eigentlich, dass ich mehr ins Zentrum ziehen möchte. Ich möchte mehr im Geschehen sein, mehr das Großstadt-Feeling haben. Vor allem wollte ich mich aber auch vergrößern. Also, die neue Wohnung hat fast 170 Quadratmeter, kommt einem aber tatsächlich nicht so vor durch die Unterteilung. Das ist natürlich ein absolutes Luxusding, aber ich möchte das unbedingt und ich habe die Möglichkeit und bin ganz, ganz happy darüber. Plus ist meine aktuelle Wohnung ja ein Erdgeschoss, beziehungsweise Erdgeschoss mit einer weiteren Etage oben plus Keller. Die neue Wohnung ist ein Penthouse mit Sonnenterrasse. Ich kann es kaum abwarten, den ganzen Tag Sonne zu haben. Und warum ich jetzt hier ausziehe aus Eigentum und stattdessen in eine Mietwohnung ziehe und mir nicht einfach direkt eine neue Wohnung gekauft habe, in der ich dann wohne, das macht für mich einfach keinen Sinn, weil ich erstens unabhängig sein möchte. Ich möchte mir nicht einen Klotz ans Bein binden, in dem ich dann auch selbst wohne. Ich habe selbst schon Eigentumswohnungen, die ich vermiete, aber da wohne ich selber nicht drin. Das macht nicht so viel Sinn, in einer noch nicht abbezahlten Mietwohnung zu wohnen. Und genau, die Unabhängigkeit ist mir da auch ganz wichtig. Aktuell hier ist es so, dass das Eigentum der Familie ist. Ich zahle trotzdem Miete an meine Mama halt. Das ist alles ein sehr verstricktes Konstrukt, was wir da haben. Und die Wohnung hier, das haben auch ganz viele gefragt, wird nicht zur Miete ausstehen. Ihr könnt euch leider auf diese Wohnung hier nicht bewerben, denn
Was auch sehr schön ist, meine Schwester wird dann stattdessen da reinziehen. Mit dem Kleinen und mit ihrem Mann. Was auch sehr schön ist, da dann die Nähe auch wieder gegeben ist, weil meine Schwester aktuell noch eine Stunde von mir entfernt wohnt. Das wird dann auch nicht mehr der Fall sein. Und da war dann ja natürlich ganz oft die Frage, ja, aber du hast doch gerade auch das Badezimmer neu gemacht und den Garten gerade erst neu gemacht. Und das ist natürlich kein rausgeworfenes Geld. Sowas macht man natürlich nicht, wenn man jetzt in einer Mietwohnung wohnt, logischerweise. Sondern das sind ja auch Instandsetzungen. Zum Beispiel das Badezimmer war ja vorher schon sehr, sehr alt. Ich glaube, das war aus den 60ern oder so. Und so sah es dann auch aus. Das war zwar auch schön, aber ich wollte gerne was Neueres haben. Und da ist natürlich die Wertsteigerung recht groß, vor allem auch mit dem Ausbau der Terrasse. Das ist ja nicht einfach jetzt verpufft das Geld, sonst hätte ich das natürlich nicht gemacht. Die einzigen blöden Sachen, wo ich mich natürlich ärgere, aber das wird ja nicht weggeschmissen, ist zum Beispiel der Jacuzzi, der gerade erst angeschafft wurde vor 2 Jahren. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich, weil der passt jetzt nicht auf meine Dachterrasse. Aber das ist nicht schlimm. Der kann ja hier trotzdem weiter genutzt werden. Und die Outdoor-Möbel, die ich mir auch gekauft habe und auch der tolle Tisch von Möbelloft, den ich mir damals habe anfertigen lassen, der passt leider auch nicht. Der ist ganz toll, aber der wird natürlich auch dort stehen bleiben. Und vielleicht, wer weiß, irgendwann, wenn ich mich noch mal weiter vergrößere und vielleicht irgendwann ein Haus mit Garten habe, obwohl ich da mittlerweile so ein bisschen... Ich werde jetzt mal gucken, wie es ist, so in einem Penthouse zu wohnen mit mehreren Parteien. Da muss ich auch erstmal schauen. Ich hatte wirklich das große Glück, ich habe immer halt in einem Haus gewohnt, wo keine anderen Mieter drin waren. Nur mal kurzfristig wurde eine Wohnung vermietet in dem Haus. Sonst war ich halt immer nur mit der Family drin. Das ist auch erstmal eine Umstellung. Wenn die Nachbarn korrekt sind und das sind sie mit Sicherheit, ist das ja kein Problem und auch keine Last. Aber ich habe mir überlegt, ob ich vielleicht sogar irgendwann ein Penthouse kaufe. Das ist natürlich so eine Traumvorstellung, aber ich weiß nicht, ob ich irgendwann ein Haus mit Garten haben will oder sowas richtig Cooles. Wirklich über den Dächern von allen. Aber das ist alles noch Zukunftsmusik. Ich denke, damit sind die gröbsten Fragen beantwortet, ohne zu doll ins Detail zu gehen. You know, Privacy ist wirklich mein höchstes Gut und daran halte ich mich, seit ich in der Öffentlichkeit stehe. Das ist mir ganz, 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 ganz wichtig. Ich lasst euch super gerne an meinem Leben teilhaben und mir macht das auch Spaß und Freude, aber immer nur bis zu einem gewissen Grad, der auch vertretbar ist. Es sind nun mal nicht alle Menschen gut, leider Gottes, und man muss auch auf jeden Fall ein bisschen aufpassen. Stichwort Stalking. Bei diesen Themen kann ich euch leider nicht mehr erzählen. Das gehört auch einfach nicht ins Internet. Ich kann euch einfach nur mal sagen, aufpassen, was ihr teilt. Es ist alles gut bei mir, keine Sorge, aber es ist schon sehr stark beängstigend sowas. Aber dazu, wie gesagt, kann ich euch leider nicht mehr erzählen. Aber ja, da gab es mal die ein oder anderen Fälle. Und ja, das einmal zusammengefasst. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen mehr Klarheit verschafft jetzt und ein paar Fragen von euch beantwortet, die euch auf der Seele gebrannt haben, was ich auch total verstehen kann. Weil wenn man das so von außen sieht, dann ist es natürlich vielleicht erstmal ein bisschen verwirrend. Aber es macht schon alles so Sinn. Ich bin absolut kein Mensch, der einfach so Geld rausfeuert ohne Sinn. Und jetzt freue ich mich einfach auf die weitere Zeit, werde jetzt weiter packen. Hier sind halt noch so Kleinigkeiten, die hier so rumfliegen, ne? Wo ich noch nicht ganz genau weiß, wie transportiere ich die. Deshalb werde ich jetzt den Vlog hier beenden. Und dann geht's weiter mit den nächsten Umzugsvlogs. Wenn ihr Bock drauf habt, dann lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da, damit ich weiß, dass euch das hier Spaß macht. Aber ich glaube, den meisten macht es Spaß. Es ist ja auch sehr interessant. Und ich werde auch versuchen, eine leere Roomtour zu filmen noch von der neuen Wohnung, bevor irgendwas gemacht ist. Sage ich bis zu meinem nächsten Video. Tschüss!